Einfach. Oder auch zum Beispiel auch ein Whiteboard, für uns eines der wichtigsten Teile in der Halle. Ja, also unser Training steht detailliert am Whiteboard. Die Spieler wissen ganz genau, was wir heute machen, worum es geht, was Thema in den einzelnen Übungen ist. Ergebnisse werden dort hinterher eingetragen. Ja. Abfotografiert, wird alles abgelegt hinterher. Spart unheimlich viel Zeit, weil Trinkpause, drauf gucken, ich weiß, was passiert. Das heißt, ich muss nicht wieder zusammenkommen, erklären, wer wohin muss. Das heißt, ich kann ein Spielfeld aufmalen, ich kann Namen schon eintragen, wer wo ist, wer was macht. Spart Zeit. Auch da geht es wieder darum, wir wollen so viel wie möglich Ballkontakte haben. Ja, gerade wenn wir wenig Zeit und wenig Trainingseinheiten haben. Und das beschleunigt die Abläufe enorm. Ja, einfach Wechsel zwischen Übungen. Wir haben 5 Whiteboards bei uns in der Halle. Ja, ich bin dann relativ früh in der Halle. Das Whiteboard steht in der Garage. Dann gehe ich in die Garage. Stehe in der Garage 20 Minuten und beschreibe das Whiteboard. Irgendwann kommen die Jungs, dann geht das Tor auf, dann weiß ich, okay, jetzt geht's los. Ja. Die Idealvorstellung irgendwann ist, halbe Stunde vorm Training treffen sich die Trainer und es wird genau abgesprochen. Okay, hier haben wir die Übung, das ist deine Position, von da spielen wir die Bälle ein. Ja, Inhalt ist das und das, da danach vorne. Dein Feedback ist, Abwehrspieler, Füße am Boden, keine Bewegung. Okay, du guckst auf die Blocker. Ich bin mit den Zuspielern, ja, sodass jeder nur ganz gezielt Feedback gibt zu bestimmten Bereichen. Jetzt sprechen wir dann aber über nice to have oder Idealvorstellung. Ne? Im Moment ist das, meine Co-Trainer, die machen auch andere Dinge. Ne? Ich bin der Einzige, der sozusagen das voll macht. Aber dafür hilft das Whiteboard. Auch die wissen, okay, was passiert, worum geht's. Dinge wiederholen sich natürlich und wir sprechen kurz durch, was wir heute haben, wer wo welche Bälle einspielt. Kam mal irgendwo, ich glaube, bei der A-Trainer-Ausbildung kam das Argument, ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil ich habe da auch Spieler, und wenn die dann sehen, was heute im Training gemacht wird, und dann haken die schon am Anfang ab, weil am Ende irgendwie eine Übung ist, die denen nicht gefällt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist irgendwie ein Problem. Also dann ist aber das Problem, dass irgendwie die Übungen nicht so sind, dass die Sinn machen oder dass die Spieler Spaß dabei haben und trotzdem was bei rumkommt. Also wenn das die Angst ist, wo ich darf nicht verraten, was ich mache, weil nachher ist das irgendwie was nicht so Tolles. Also ich glaube, das ist irgendwie eine Erfahrung. Natürlich kommt das vor. Man macht Dinge, wo man sieht, ah, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert. Kann ich besser machen. Aber ja, für uns wichtiges Tool einfach.